In Thüringen, Teil 50. Ja, das ist heute eine Jubiläumstour. Ja, Baruptum, 3,5 Kilometer. Ja, wo befinde ich mich hier? Die Ortschaft heißt Thälendorf, ist ein Ortsteil der Stadt Königssee im Landkreis Rudolstadt-Saalfeld. Ja, hier hat es mich jetzt mal verschlagen und jetzt will ich mal so ein bisschen hier die Gegend hier erkunden, ja. Hier blickt man mal so schön auf die kleine Gemeinde Thälendorf. Ja, das sieht hier schon richtig schön aus, ja. Ja, die umliegenden Berge. Ja, blauer Punkt. Das ist der Thüringenweg. Ja, der zieht sich einmal quer durch den Thüringer Wald durch und kommt unter anderem auch hier durch Thälendorf durch. Ja, man kann es kaum glauben. Heute 36 Grad im Schatten und jetzt hier volle Sonne. Meine Güte, na, das kann ja was werden. Uiuiui. Ja, hier nochmal ein Blick auf Thälendorf, die Kirche. Die umliegenden Berge da drüber. Ah, jetzt muss ich zusehen, dass ich so schnell wie möglich in den Wald komme. Oh, sonst komme ich ja heute um. Könnt ihr euch erinnern, das ist hier ganz in der Nähe. Das war, glaube ich, Teil 24 oder so. Kesselwarte bei Bad Blankenburg. Ist hier auch nur ein paar Kilometer weg und da bin ich auch bei so einer Hitze da hochgelaufen. Naja, was soll es, wa? Ja, und hier kann man das noch mal genau sehen. Thüringenweg. Mein Ziel ist der Barup-Turm. Bad Blankenburg, na gut, soweit nicht. Aufmerksame Zuschauer können sich vielleicht noch vor 5 Jahren an meinem 9. Teil erinnern von Wandern in Thüringen. Da hatte ich mal vom Fröbelblick berichtet, der in unmittelbarer Nähe vom Barup-Turm sich befindet. Ja. Paulinzella ist in einer anderen Richtung mit dieser Klosterruine. Das liegt dann im Prinzip dann in die Richtung, in dieser Richtung 10 Kilometer entfernt, ja. Also was ich hier mache, heiliger Bimbam, ich komme mir vor, als wenn ich hier durch die Wüste marschiere. Alles trocken. Ja, die Maisfelder hier kümmerlich. Ja, es hat ja so wenig geregnet die letzten Wochen und Monate, auch hier im mitteldeutschen Raum. Eieiei, das ist ja richtig toll trocken hier. Ja, also ohne Abenteuer geht es heute auch wieder nicht. Ja, der Wanderweg und alles sehr gemächlich, allmählich bergauf, alles schön. Aber die Hitze, die Sonne, ich musste mich jetzt erstmal vollkommen eincremen und was trinken. Also ohne diesen Sachen geht ja gar nichts. Aber jetzt wäre ich eines schönen Blickes belohnt. Man guckt hier so in westliche Richtung und ich erblicke den Kickelhahn. Da ist er. Bei Ilmenau. Sogar Luftlinie. Ja. 25 Kilometer entfernt, ja. Bin jetzt froh, ehrlich gesagt, dass ich jetzt im Wald abtauche. Denn das war ja schon fast mörderisch. In der sengenden Sonne hier diesen Feldweg lang zu marschieren. Oi, oi, oi. Etwas luftiger und schattiger geht's jetzt durch den Wald hier weiter. Ja, hier mal so ein bisschen was zum Waldbestand. Überwiegend Kiefern, Fichten, also Nadelwald, ein bisschen Laubwald mal zwischen. Ja, ein Drittel Kiefer, ein Drittel Fichte, ein Drittel Laubwald, so würde ich es mal bezeichnen. Ja, Leute begegne ich natürlich heute nicht. Also so verrückt, so wie ich, bei 36 Grad im Schatten und über 40 Grad in der Sonne hier eine Wanderung zu machen. Ja, auf so eine Idee komme auch bloß ich, ja. Ja. Aber wie gesagt, ein bisschen Disziplin, eincremen,
was trinken, im Schatten immer mal eine Pause und vielleicht auch eine Kopfbedeckung tragen. Ja, na gut. Das stimmt aber bei mir leider nicht. Ja, na gut. Weiter geht's. Ist mir in diesen Wäldern die letzten Jahre auch schon aufgefallen hier. Und Königssee, Bad Blankenburg und Umgebung. Viele Schmetterlinge hier fliegen hier rum. Das ist ja auch eine schöne, ruhige Natur hier. Oh, jetzt wieder volle Sonne. Wichtig ist immer, ja, hier kommt nicht immer ein Schild, wie weit es noch ist und wo es hingeht. Immer schön dem blauen Punkt auf weißem Grund folgen. Das ist wichtig. Ja. Kann man sonst gar nicht verfehlen. Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt hier aus der Richtung kommt, wo ich jetzt lang gehe, weiß man, aha, links rum, blauer Punkt, da geht's weiter. Aber hier ist mal so ein Wegweiser. Ja, 3 Kilometer bin ich bereits jetzt schon gelaufen. Einer noch bis zum Barup-Turm. Sundremda. Remda-Teichel. Das ist eine Ortschaft, die ein Stück nördlich von hier liegt. Ja. Ist einer der kleinsten Städte Thürings, was die Bevölkerung betrifft. Aber von der Fläche her gesehen, es ist eine relativ große Stadt, ja. So, hier kann man auch einen Abstecher machen Richtung Keilhau. Keilhau ist ein Ort, wo der Pädagoge Friedrich Fröbel auch beheimatet war. Bismarck-Feuersäule, ja, weiß ich jetzt nicht, was das ist. Kann man hier langlaufen in östliche Richtung. Ich gehe aber jetzt weiter in südliche Richtung. Ja, und es ist zwar eine relativ trockene Witterung, auch hier in Thüringen, aber hier scheint die Waldbrandgefahr doch nicht so hoch zu sein. Hier ist es auch nicht verboten, die Wälder zu betreten, wie zum Beispiel in der Sächsischen Schweiz. Wir wissen ja im Moment alle, was dort abgeht. Ja, dort hatte ich ja auch schon vor einigen Wochen einige Videos gezeigt, Wandervideos, und jetzt brennt da die halbe hintere Sächsische Schweiz ab. Aber hier in Thüringen geht's. Ah, es ist auch trocken, ja, aber es ist nicht so knochentrocken, dadurch, dass hier doch mehr eher Mischwald vorherrscht. Ja, und außerdem begegne ich hier sowieso keinen Menschen. Ja, und jetzt befinde ich mich schon am Friedrich-Fröbel-Rundwanderweg. Ja. Hier steht auch nochmal geschrieben, wir erinnern uns, Teil 9, da hatte ich ja auch schon von Friedrich Fröbel berichtet. In Bad Blankenburg hat er am längsten gelebt, ja. Und es ist hier Naturschutzgebiet. Friedrich Fröbel Wanderweg, das Zeichen. Dem folgen wir nun. Dort kann man dann auch zurücklaufen, wieder Richtung Thälendorf nachher. Da ist ja wieder der blaue Punkt und blaue Dreieck. Da geht es dann auch nach Groß-Gölitz, das ist ja auch in der Nähe. Fröbelblick, nicht mal 1 Kilometer. Da ist dann spätestens meine heutige Tour dann beendet. Denn ich glaube, auf dem Barup-Turm kann man nicht drauf. So mindestens vor 5 Jahren war das so. Und da gehe ich jetzt mal davon aus, dass es in diesem Jahr, sprich 2022, auch immer noch so ist. Von hier war ich jetzt gekommen. Jetzt geht's weiter in östliche Richtung.
Also der Weg, die Wanderung ist einfach leicht. Es geht immer nur leicht bergauf. Nur das Wetter dazu heute, das ist fast mörderisch. Ja. Also so eine hohen Temperaturen und dann wandern, naja, was macht man hier alles, wa? Also heute sind wirklich 36 Grad hier im Schatten. Ja, da ist er nun. Der Barup-Turm. Mal gucken, ob er immer noch gesperrt ist. Er sieht relativ saniert aus. Mal schauen. So, an der Stelle jetzt mal ein Service. Hier steht dran, wann dieser Barup-Turm offen ist. Also hier ist wieder Leben drin. Ich mach's mal noch ein bisschen größer. Ich weiß nicht, ob das jetzt deutlich zu erkennen ist. 7. und 21. 8. 11. und 25. 9. Zwischen 10 und 16 Uhr kann man hier hoch. Ja, und hier nochmal eine Legende. Also wir sind jetzt hier 502 Meter hoch immerhin. Gar nicht mal so niedrig. Thelendorf 4,5, von dort bin ich gekommen. Fröbelblick, das machen wir nicht mehr. Wer sich Informationen vom Fröbelblick holen möchte, in meinem Teil 9 von vor 5 Jahren, habe ich das ein bisschen dort beschrieben. Und trotzdem hat man hier einen wunderschönen Blick auf die Höhenrücken des Thüringer Waldes. Also hier unten ist Groß Gölitz. Ja. Und dort hinten ist Fröbelturm und Meuselbacher Kuppe. Zur Meuselbacher Kuppe wird in den nächsten Videos, ich weiß nicht, ob es schon das nächste oder übernächste ist, noch mal was detailliert gesagt. Und dann Blick weiter ein bisschen nach Südwesten. Da hinten, sehr bekannt, schon oft von gehört, sicherlich der Lange Berg bei Großbreitenbach. Das ist hier auch die höchste Erhebung, die man hier erkennen kann. Ja, dort drüben die Böhlscheiben, das ist ein Ortsteil von Bad Langenburg. Ja. Ja, und jetzt hier oben am Barup-Turm geht dann mein 50. Teil von Wandern in Thüringen zu Ende. Ah, hier weht auch ein richtig schönes Lüftchen. Hier hält man es gerade so aus. Tja, und dann sage ich mal für heute Tschüss.